Und ja, das Ding hier ist riesig. Einzelne Tempelwachtposten sind das geringste Übel. Größere Gruppen von Skeen-Priestern hingegen sind dann anstrengend. Die da zum Beispiel. Au, das war eine Säule. Absolutely. Au. Okay. Oh, hier ist Wasser. Hier ist eine natürliche Höhle. Ja, hier kriechen auch Steinkäfer rum dann. Also man merkt gerade hieran wieder, dass das Augenmerk dieses Spiels auf die Dungeons liegt. I shall be quiet as a calm sea, und nicht so sehr auf die Oberwelt. Which is not very quiet. Also hier gibt es eine Tür auf jeden Fall, die wir von der Seite wohl nicht öffnen können. They shall see nothing while I see much. Not sure how I feel about this. Oh, frische Rastvorräte für uns. Hier ist ein nettes kleines Lager. Mit etwas, das wie Blut aussieht, wurde ein primitives Symbol auf diese Leinwand geschmiert. Diese fleckige und zerwühlte Bettzeug scheint kürzlich benutzt worden zu sein. Genau. Das hier wird wohl der Weg nach oben in die Gerberei sein. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt hierher zurück und machen hier unten weiter. Ne, wir sind ja noch nicht mal in der Höhle fertig, oder? Genau.
Das heißt ja, wir nehmen den Weg raus, weil da kommen wir auch hier lang. Quiet. Oh, hier ist was, was ich übersehen habe. Thronmäßig. Genetische Bibel. Aha. Hat sich eigentlich was beim... Nee, wo war es denn? Unter Dürfort habe ich eine Art Ruine gefunden. Um was es sich dabei handelt, ist nicht klar. Aber auf die Wände wurde Symbolen von Skane gemalt. Und auch in die Tunnelwände geritzt. Jupp, ein Skane-Kult direkt unter Dürfurt, den wir gerade mehr und mehr ausrotten. Was hat er gemeint? Das würdest du nicht sagen, wenn du gehört hättest, wie er über diesen Fürsten auf Besuch gesprochen hat. Ich denke manchmal, dass er das hauptsächlich für seine Forschungen macht. Also da ist auf jeden Fall eine tote Person. After an Itamok. So, dann beschwören wir mal Madenbefall. Sie übernimmt den Tempelwachtus. So, was hätten wir noch? Oh, leave it to me. So, da haben sich die Kultisten gegenseitig umgebracht. Das ist immer praktisch. Certainly. Auf dem Tisch liegt ein Mann in einer blutigen Robe. Dick verkrustetes Blut umgibt seine Augen und seinen Mund. Das ist zum Glück nicht die Adlige, die wir suchen. They shall see nothing while I see nothing while I see much. Oh, hi. Hier ist es auch wieder voll bis zum geht nicht mehr. Du legst dich mal schlafen. Du übernimmst Skelette. Oh, wie lange seid ihr versteinert? Ah, zum Glück nicht lange. Gut.
Ach, jetzt sind wir wieder hier. Stand together. So, erstmal weg mit den Kultisten. Jonas letztes Tagebuch. Mein Sohn, morgen werde ich zum Bildnis, morgen werde ich zur Skens Verkörperung auf Eora. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Monatelang haben wir uns als geheime Konklave getroffen, um den Niedergang unseres Grundherrn zu planen. Während wir die Felder bestellt haben, als wären unsere Herzen voller Zufriedenheit. Skens lernt uns mit dem Verstand zu planen, während unser Gesicht unbeteiligt bleibt, unergründlich. Gerecht können nur jene kämpfen, die Armeen besitzen. Der stille Sklave ist unser Schleifstein, unser Fokus. Indem wir ihn anbeten, findet unsere Sache Fokus, Klarheit und Möglichkeit. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Wenn du das liest, bin ich tot. Ich bete, dass Game mich nicht aufgibt, weil ich von meinem Plan spreche. Doch ein Sohn verdient es zu erfahren, wie sein Vater starb. Denn ich habe mich freiwillig als Bildnis gemeldet. Skane wird in meinen Körper fahren und das einfache Fleisch dieses alten Bauern als Marionette göttlichen Zorns nutzen. Ich wurde rasiert und gesalbt. Morgen früh werde ich nur noch dem Namen nach deinem Vater sein. Meine Männlichkeit wird entfernt, meine Nase und meine Ohren werden entfernt. Meine nutzlosen sterblichen Augen werden durch Feuersteine ersetzt, durch die Skane die Welt sehen kann. Mein Sohn, es tut mir leid, dass ich dich seit einigen Monaten belogen habe, doch Skane verlangt Geheimhaltung. Selbst deine Mutter weiß nichts von meinem heimlichen Dienst am stillen Sklaven. Verfluche meinen Namen, wenn du musst, aber weine niemals um mich, denn ich strebe, um unsere Gemeinschaft zu verbessern und die Korruption unseres Herrn vom Angesicht des Ursachs zu tilgen. Morgen wird mein Meister an seiner eigenen Patsche ersticken, denn morgen werde ich zum Bildnis. Ja, es gehen Fanatiker. Quietly now. Okay, Falle entdeckt. Falle entschärft. Guter Kriegsbogen, brauchen wir gerade keinen. Die Folterbank ist blutverschmiert und von Kratzspuren durch Fingernägel übersät. War ich jetzt auf der Seite überall? Ja, war ich. Das heißt, ich kann eigentlich nur noch durch die große blutverschmierte Tür gehen. Das heißt, ich muss hier eigentlich wieder Dietrich hier benutzen. Okay, das hier ist das innere Heiligtum, glaube ich. Blutbecken. Als du dich dem Blutbecken näherst, gerät die zähe Flüssigkeit in Wallung und wirft Blasen. Du spürst die Essenz zur Oberfläche steigen und nach dir greifen, flüstern. Da sollte jemand aufräumen. Groteske Masken und Becken voller Blut. Die meinen es ernst mit ihrem Wahnsinn. Was? Kanna rümpft die Nase. Ein Ort des Todes. Wir sollten hier nicht verweilen. Sagani blickt auf das blubbernde Becken. Das ist das Werk einer bösen Macht. Wir sollten weitergehen. Deine Seele zum Blutbecken ausstecken. Das schwache Flüstern verwandelt sich in eine Kakophonie aus Stimmen. Du stellst dir vor, dass sich 100 Männer und Frauen umgeben. Ihre nackte, ausgepeitschte Haut ist blutig, gegeißelt oder abgezogen und mit Fliegen bedeckt. Die Stimmen schreien gemeinsam auf. Was ist das? Noch eine Seele, die wütend ist und versengen will? Oder will sie nur zusehen? Vielleicht wartest du schon so lange. Unsere heutige Arbeit ist schon beendet. Wer seid ihr? Eine Frauenstimme antwortet. Niemand. Sklaven und Leibeigene und Huren benutzt und weggeworfen. Was alles, was wir hatten, wurde uns genommen. Das wenige, das uns bleibt, haben wir hier abgegeben. Sie schweben über den Rand deiner Seele und ertasten dich. In uns brannte eine ungestillte, hungrige Wut. Jene aber, die bereit sind, den Preis zu zahlen, können den Hass zu einer Waffe formen. Eine andere Stimme spricht. Im Leben waren wir schwach, im Tod aber trafen wir eine Entscheidung. Der Entscheidung wohnt die Kraft inne.